So, und jetzt gehen wir dahin, wo ich mich wohlfühle. Ins Dunkle. Wo ist mein Schlüssel hin? So. Ach, jetzt muss ich schon noch drücken. Mein Gott hier. Ja, ich war einkaufen. So, Schlüssel. Hab ich den Karten noch gehabt? Oh, ich war bekloppt hier mit den 1000 Taschen. Ach, der Alzheimer ist ja nicht feierlich. Ah. Alzheimer lässt grüßen. Bitte schön. Dankeschön. Nett von Ihnen. Jetzt ist er nicht stecken geblieben. Ach, mein. Schlüssel stecken, ja, ich weiß, es ist dunkel, es ist immer dunkel. Helligkeit, ja, das hast du nur im Fahrstuhl. Es ist Herbst, was erwartest du? So. Ja. Es wird kühl, es wird Zeit, die Pullover rauszuholen und wegzuschmeißen, weil sie von irgendwelchen Motten zerlöchert wurden oder sowas. Ich habe keine Motten, selbst Motten haben Grenzen. So, einkaufen. Ich wollte mir eigentlich mal Rouladen holen und so. Die hatten sogar Rouladen da, aber die waren qualitativ. Ich meine, qualitativ ist dieses abgepackte Fleisch sowieso immer. Da darf man jetzt hier nichts erwarten, ne? Also, aber wenn die Roulade nur aus Fett und Sehne besteht, ne? Dann, nee, danke. Da bezahle ich einen Haufen Geld für Sachen, die gar nicht essbar sind. Genauso wie bei Steaks, ne? Du bezahlst ja das Gewicht mit, ne? Und was ist schwerst an den Steaks? Die Knochen. Ja, deswegen habe ich mir jetzt Schnitzel geholt und Lecho, also der Klassiker, ne? Na, der kleine Muschelbusch. Hab ich dich geweckt, hä? Ja, das ist Frosch, das ist Uschi. Frosch heißt sie, weil sie immer auf ihren Kratzbaum hochspringt. Und wenn sie da wieder runterspringt, landet sie auf dem Arsch, ne? Wie ein Frosch. Das ist doch Frosch, ja, deswegen Frosch. Heute früh war ein Nebel, hey, du könntest keine 5 Meter weit gucken. Ist unglaublich. Ist erstaunlich, du könntest hoch in den Himmel gucken, da hast du ein paar Sterne gesehen, aber hier unten alles Nebel. Schön, ich mag das. Ich mag das. So. Jetzt bin ich schon mal auf dem Balkon. Ja, ist gut, dass die nette Dame da war. Ja, ja. Ich sag euch, mit den Schlüsseln, das ist eine Überforderung für mich. Ich brauche ja schon einen Pflegedienst oder sowas. Bei meiner Gartenarbeit, ne, ich hatte da als, ja, wie kann man sagen, Vorarbeiter, Hauptgartenbeamter, ich weiß nicht, wie man das nennt, ne. Jedenfalls habe ich ja nach 3 Tagen sowieso hier Sagen gehabt, da drin, der Kuchenbude. Dann haben die mir dann halt so einen fetten Schlüsselbund gegeben, ne, weil du hattest ja dort Geräteschuppen. Dann hattest du Gartenlaubenschlüssel für Gartenlauben, die halt ja gerade nicht vergeben waren und so. Ne. Weil du musstest dort immer mal hingehen und musstest die Gartenlaube lüften, ne, weil, wegen Schimmel und sowas. Ne. Und dann brauchst du fürs Haupttor vorne, fürs Haupttor hinten, gut, das war eh Schlüssel. Dann für Notfall noch für das Restaurant, was dort war, beziehungsweise das Vereinsgebäude und so weiter und so weiter. Du hattest jedenfalls sehr fetten Schlüsselbund, ne? Oh, hätte ich den dort verloren, hä? Oh, die hätten mich aber versucht zu töten. Ja. Aber man sollte sich nicht mit den Psychopathen anlegen, der nicht mehr zu verlieren hat. Ja, das ist nicht gut. Vor allem, wenn er noch frühes Kaffee hatte. Ja. Ja, es ist typisches Herbstwetter.
Ja, die Sonne kommt bloß noch, ich sehe überhaupt mal was scharf hier. Oh, das Telefon, also Autofokus, ich verstehe das einfach nicht. Es gibt keine Displays, die entsprechend die Helligkeit beleuchten. Was? Die Helligkeit beleuchten? Das Display will ich. Ich bin heute ein bisschen durch. Das liegt nur daran, ich musste heute erstmal, also ich habe am Tag so ungefähr immer so anderthalb, zwei Stunden so ein bisschen Papierkram. Also, ich verstehe das nicht. Weißt du, in der Bude muss ich es dunkel machen, damit hier das Licht ja nicht so dumm reinscheint. Und draußen ist es so dunkel, obwohl es hell ist. Das wird doch typisch Samsung-Telefon, ne? So, also, es gibt Schnitzel. Schön, ne? Schnitzel, was ist dein Problem? Ach so, ich hab mal Balkon eingeräumt hier. Erstmal die ganze Scheiße reingeräumt. Mein Basilikum und sowas, ne? Ich hab schon wohl vergessen, was ich wollte. Stimmt? Ja. Nee, ich bin einfach nur verwirrt, ne? Wie jeder geniale Geist. Ja, oder verrückte Wissenschaftler, ne? Ja, Jobcenter. Ja, die wollte ja jetzt erstmal die Kontoauszüge. Das Problem ist, ich habe kein Geschäftskonto. Ja. PayPal zu meinem Geschäftskonto machen. Problem ist, du kannst nicht alles über PayPal bezahlen. Ja, es ist halt nicht überall anerkannt, ne? Zum Beispiel bei Amazon. Wenn ich zum Beispiel noch einen Greenscreen brauche oder sowas, ist das für mich eine betriebliche Ausgabe. Brauche ich ja für meinen Stuss hier. Ne? Und oder eine neue Tastatur oder sowas. Gut. Kann man sich auch in Läden kaufen, ne, wo die PayPal akzeptieren. Bloß dann weißt du nicht, ne? Ist es ein koscherer Laden? Dann guckst du dir mal die Rezension durch. Zwei Sternchen, ein Sternchen, ein Sternchen, zwei Sternchen, dann lässt es sein, weißt du? Dann guckst du halt trotzdem bei Amazon mal, dass halt verlässlicher ist. Das ist einfach mal so. Ne? Und bevor ich dann über PayPal was bezahle, ist mir nämlich schon mal passiert, ich habe dort was bestellt vor ein paar Jahren. Und die Ware kam einfach nicht an aus Übersee. Ne? Zwei Wochen gewartet, drei Wochen gewartet. Ne? PayPal angeschrieben, die haben gesagt, soll mit dem Händler mich in Kontakt setzen. Habe ich ja gemacht. Habe ich doch einmal zwei Wochen gewartet. Nichts kam, keine Antwort. Ja, und dann erst hat PayPal mir das Geld zurückgeholt. Ne? Im Grunde genommen, wenn du dort was kaufst, das wird alles erstmal per Kredit gemacht. Ne? Die halten das Geld erstmal vor. Die strecken es quasi vor. Und für den Fall, dass irgendwas schief läuft, ne, dass der Händler zum Beispiel ein kleiner betrügerischer Bastard ist, könnt ihr das Geld wieder zurückholen. Macht das mal mit der Deutschen Bank. Oder hier, Commerzbank oder Sparkasse, es ist alles eben dasselbe Aufwasch. Weißt du, da kannst du es vergessen, da kannst du deinem Geld nicht ohne weiteres hinterher rennen. Weißt du, wenn du da sagst, ja, irgendeiner hat mich beschissen oder sowas. Aber jeden Monat hier, Kontogebühren, weißt du, für was? Für was? Für was bezahlt man eigentlich Kontogebühren, ja? Kann ich euch sagen. Weil die damit ihr Geld verdienen. Das ist alles. Die verdienen damit einfach das Geld. Ja, kostenloses Konto, das ist ja Quatsch. Ne? Die Kontoführungsgebühren und sowas. Es gibt Konten, wo du das nicht machen musst. Aber das Ding ist ja, eine Bank arbeitet mit dem Geld, was bei dir auf dem Konto drauf ist. Aber eine Bank arbeitet mit dem Geld. Ja, wie verdienst du sonst Geld? Ja, die arbeiten mit deinem Geld. Es gibt solche gebührenfreien Konten. Allerdings musst du da erst ein Mindesteinkommen haben. Ne? Weil drunter lohnt sich das gar nicht für eine Bank, mit dem Geld zu arbeiten, deswegen Kontoführungsgebühren. Geld, die machen an Börsen Dividenden, die handeln damit und hast du nicht gesehen. Ne? Also ganz komplizierte Geschichte, da blicken manchmal selbst Experten nicht so ganz durch. Ne? Aber so machen sie halt ihr Geld. Ne? Und bei mir halt ist es halt nur ein kleines Guthabenkonto, wie auch immer man das nennt hier, so ein Pfändungsschutzkonto. Ne? Brauche ich eigentlich nicht, weil ich bin ja noch unterm Limit, ja, also eine vierstellige Summe, das könnt ihr noch nie gesehen. Doch eh mal kurz. Aber nur zwei Tage. Ja. Ja, zwei Tage oder sowas. Wegen Computer, genau, wegen Computer. Das war's dann auch schon. Aber da war ich noch nicht in der Privatinsolvenz, ne? Aber trotzdem, ich sag mal so, wenn da die Gläubiger hinter dir her sind, wegen Sachen, die andere verschissen haben, ne, habe ich ja schon lange breit erklärt, ne, warum ich in der Privatinsolvenz bin, ne. Alleine der Vermieter der letzte, ne, über 10.000 Euro ist das dann angewachsen, ne. Ja. Was ja nicht meine Schuld war am Ende, ne, aber keiner wollte mit mir reden. Ich habe gefragt, hier, wie sieht das aus? Können wir das klären? Nö, wir wollen das Geld haben. Weißt du? Ich hätte noch vor Gericht gehen können, hätte dort auch gewonnen.
hat mir ein Jahr später so ein Anwalt gesagt, weil bei der Schuldenberatung hast du auch anwaltliche Unterstützung. Und die gucken da halt auch drüber. Und er hat gesagt, das hätten wir eigentlich einklagen müssen. Ja, also die hätten sogar noch Schadensersatz bekommen, wegen Umzug und sowas. Ne? Aber naja, ich kannte mich damals halt nicht aus und das war halt ein bisschen zu spät. Jetzt würde die Sache natürlich ein bisschen anders laufen. Da würde ich natürlich dementsprechend Maßnahmen einleiten. Weil ich jetzt mittlerweile auch weiß, wo kann ich mich an wen wenden, wenn ich da halt zum Beispiel juristische Hilfe brauche oder sowas. Ne? Also das ist, da gibt's schon Hilfen. Ja. Ich habe vorhin deinen Kaka sauber gemacht, dein Klo, und jetzt ist da schon wieder eine Wurst rum. Mitten in der Mitte kackt immer in der Mitte. Quasi so, um zu zeigen, ja guck mal, was ich kann. Ja, wenn ich sonst nicht kann. Schmusen kann sie. Aber die ist auch richtig penetrant, ne, wie die abends schmusen, da legt sie sich richtig so mit den Pfoten an der Seite, legt sie sich hin und dann legt sie ihren Kopf so immer rechts und links und oh, ich kann ja nur nicht spenden. Ich muss erstmal eine halbe Stunde, bis ich ausgeschmust hat, muss ich erstmal still liegen bleiben und dann schnurze und dann werde ich müde. Und dann gerade, wenn ich am Einpennen bin, steht die auf und trampelt eben auf mir rum und dann geht sie wieder. Los? Ich mach doch, dein Schälchen ist doch noch sauber beim Saubermachen. Da wirst du mal noch 10 Minuten warten können. Das ist typisch Katze, weißt du? Die kriegt 10 Minuten nicht zu fressen, denn dann macht die ein Theater, als ob sie kurz vorm Sterben ist, ja, als ob sie kurz vorm Verhungern ist. Hast du keinen Platz? Ja, wie gesagt, ich habe halt kein Geschäftskonto, also läuft das alles auf meinem privaten Konto, respektive PayPal, ja. Auf mein privates Konto kommt zum Beispiel das Geld von YouPoop. Ja, ich wollte das eigentlich so einstellen, dass das PayPal-Konto genutzt wird. Aber PayPal hat an sich, du kriegst keine IBAN oder sowas für deine PayPal. So, gab's aber mal. Und jetzt gibt's das halt nicht mehr. Jetzt kannst du aber bei PayPal einen sogenannten Pool einrichten, wo du halt spezifisch Geld draufkommt für einen gewissen Zweck. Ja. Das ist erst neu, da muss ich mich erst mal durchlesen. Und jetzt derzeit versuche ich beim Jugendzentrum, ich muss es jetzt mal so reinhauen, beim Jugendzentrum versuche ich das hier, also meine Kontoauszüge, hier rüber zu ziehen. Ja, ich habe jetzt hier nicht dran rumgemerkt, das ist nämlich schon seit vorhin hier, ne? Es funktioniert nicht, ja. Hab schon Text hingeschrieben, sehr geehrte Damen und Herren. Wie von Ihnen angefordert, übersende ich Ihnen im Anhang die Kontoauszüge von Mai bis Oktober. Da ich kein Geschäftskonto habe und es Ihnen vielleicht nicht ersichtlich ist, welche Ausgaben privater Natur sind und welche im Rahmen meines Nebeneinkommens fällig wurden, bitte ich Sie, mir mitzuteilen, ob ich künftig die Einnahmen, Ausgaben extra markieren soll. Zwar habe ich alles nach bestem Wissen und Gewissen im EKS-Formular angegeben, aber zum besseren Verständnis und Nachvollziehbarkeit könnte ich die entsprechenden Einträge künftig in den Kontoauszügen farblich markieren, damit ein Abgleich für Sie weniger langwierig ist. Und dann ziehst du hier halt ganz einfach, ja, in einem Kontoauszug, das zerrst du hier dann rüber, hier steht es ja da, ne, in diesem Bereich ziehen oder Datei auswählen, blub, so, und das bleibt jetzt so. Ich komme ja auch nicht mehr auf Absenden, es geht einfach nicht mehr. Weißt du, das ist wieder, ja, deutsche Seite und sowas, ne? Und das Problem ist, ich kriege dann auf den Sack, ja? Weil die wollen bis gestern oder letztes Jahr, die wollen halt so schnell wie möglich immer die Kontoauszüge haben. Und das Problem ist, es ist nicht meine Schuld, dass die das halt nicht so schnell bekommen, wie sie es haben wollen, ja? Weil ihre Scheißtechnik nicht funktioniert. Weil irgendwelche BWL-Dullis wahrscheinlich oder die Seite zusammengerotzt haben, hä? Verstehe es nicht, ja. Ich kann es noch nicht mal ausdrucken, ja. Erstens ist es sowieso ein bisschen schwierig, PDF-Formate auszudrucken, vor allen Dingen, wenn man noch so einen alten Drucker hat. Ja, es gibt ja die normalen Drucker heutzutage, die erkennen PDF-Formate und können es entsprechend noch abbilden. Wenn du das aber mit einem normalen alten Drucker machst, funktioniert das nicht richtig. Da kommen irgendwelche Farbklecks-Artefakte und sowas und die Hälfte von der Grafik fehlt und das sieht ziemlich unsauber und eklig aus. Also musst du erstmal das PDF-Format wieder umwandeln in ein anderes Format, ne, Word oder Office-Format oder irgendwie sowas.
ist auch wieder nervig, weil Office und so, ne? Ich glaube, da gab es doch mal eine kostenlose Version von Office. Open Office, glaube ich, hieß das. Müsstest du dir dann auch erstmal runterladen und den ganzen Bums, ne? Um das dann umzuwandeln. Und ich glaube, Open Office, bei manchen geht das auch gar nicht, ne? Dass du hier ein PDF-Format reinlädst, geht nicht, ja? Akzeptieren sie nicht, ist kein gültiges Dateiformat und sowas. Weiß ich, wie das heute ist. PDF ist ja mittlerweile, wird für viele Dokumente benutzt, ne? Aber es gibt halt immer noch Programme wie Excel, die eben seit Jahren dasselbe sind irgendwie. Ja, manche Dinge funktionieren halt dann einfach nicht. So, und ich kaufe mir jetzt nicht für 80 Euro einen Drucker oder sowas, weil ich 7 Blätter ausdrucken muss, ne? Ja, da ist ja die Farbpatrone gleich alle. Selbst wenn du auf Economy gehst, ja, auf Sparen, ja, dass du wenig Tinte verbrauchst, selbst dann, ja. Was da immer draufsteht auf den Druckern, 200 Blatt, funktioniert nicht. Funktioniert nie, ja. Das höchste der Gefühle war mal 40 Blatt, ja, im Economy-Modus, ja. Also da hast du wirklich, das war mehr grau als schwarz, die Farbe, ne. Das habe ich nämlich damals immer gemacht, zu Wrestling-Zeiten. Ich habe ja dort unter anderem auch das Club-Magazin geschrieben, also das Wrestling-Magazin. Und das waren meistens so 15, 20 Seiten, je nachdem. Wenn wir irgendwie mal eine Veranstaltung hatten oder sowas, habe ich natürlich detaillierter darüber berichtet. Da wurden natürlich mehr Seiten draus. Und dann gab es ja noch Specials in dem Heftchen, ne? So Infokarten und sowas, ne? Wo von jedem Wrestler da halt Informationen extra waren, ne? Ja. Und da hat das mit dem Drucken komischerweise mal 30, 40 Blätter habe ich da rausgeholt. Und dann ging das los, ne? Ich habe da auch mit Paint, ja, da haben wir noch Paint gehabt bloß, ne? Da haben wir dann hier noch, also ich, Logos dazu gemalt und sowas. Es sah grässlich aus, weil ich kann absolut nicht malen. Also schon mit dem Stift ist es ja scheiße. Und dann aber auch noch mit Paint, ja. Und dann, das waren damals noch die Mäuse mit der Kugel innen drinne. Ja, also Präzision geht anders. Ja, das ist so komplett grausam, ja. Und ganz krass war das ja, du hast ja mit Paint einfach das Logo gemacht, ja, einfach nur CWG, ne, Championship Wrestling Germany. Und dann habe ich das ausgedruckt und dann habe ich das in so Copy Shop gebracht, also so Shirt-Ding, ja, wo du das auf das Shirt machen konntest. Mein Gott, heute würde man sagen Vintage, aber das sah so scheiße aus, war das nicht. Aber schon damals, ne, mit so 16, 17, habe ich mir, oder noch eher, 14, 15 Uhr gesehen, habe ich mir Gedanken gemacht, ne, wie kannst du Werbung machen, ne? Bin halt irgendwie mit dem Ding in der Schule rumgelaufen, ne? Werbung gemacht, ne? Hat du was gebracht, ne? Hat immer mal Leute mich angequatscht hier, ja, hier Wrestling und so, ne? Hat sich ja rumgesprochen, ja? In der Schule, da gab's hier Boxen, Taekwondo oder Judo oder irgendwie sowas, ne? Es gibt's ja irgendwie in jeder AG da, in jeder Schul-AG. Und da spricht sich das rum, ne? Also wir hatten auch Leute aus dem Karate, wir hatten Leute aus dem Boxen. Die haben mir zum Teil auch noch ein bisschen was beigebracht. Und wir hatten sogar mal einen Profi-Wrestler bei uns, von der CWA hieß das damals, ne? Gibt's die immer noch? Ich glaube ja, ne? In der CWA, da haben damals ja auch mal größere Wrestler Auftritte gehabt, ne? So Owen Hart zum Beispiel hat da mal gewrestelt, ne? Yokozuna, glaube ich, auch. Ja, also die alten Wrestler, da haben auch schon welche, die gerade nicht bei der WWF, ja, heute heißt es ja WWE, gewrestelt haben, die haben auch mal, wenn sie in Deutschland waren, oder Österreich, haben sie halt auch mal bei der CWA gewrestelt. Und einer von den Typen, leider war es nicht Owen Hart oder solche großen Typen, ne, solche Schwergewicht, das ist so Wrestling-mäßig, Owen Hart war ja nicht sonderlich groß mit 1,77. Aber Big Bad Thunder hieß der, glaube ich. Noch nie gehört, ne? Aber ich habe da mal rausgekriegt, das war so ein Jobber, nennt man das. Ja, das nennt man, es gibt ja die Superstars und dann gibt es die Jobber. Ja, also die Typen, die da halt verlieren mussten, ne? Die haben jedes Mal verloren, ne? War ihr Job. Deswegen Jobber. Um quasi die Superstars ein bisschen zu pushen, ne? Und so einen hat man halt, so einen Jobber, ne? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, ne? Aber so ein Jobber, das haben viele Wrestler früher gemacht, um aufzusteigen, um zu zeigen, was sie können und sowas. Und du hast dort auch recht gut verdient, ja? Also pro Abend hast du da auch so deine 2.000, 3.000 Dollar gemacht, ne?
ist natürlich nicht im Vergleich hier, was ich hier zu einem Bret Hart oder Undertaker, ja, also 2.000, 3.000 Dollar. Das bezahlen sie für die Limousine vom Hotel in der Halle. Aber der Typ, der hat uns auch einiges gezeigt, von dem ich ja auch keine Ahnung hatte. Wir haben es uns ja erstmal bloß im Fernsehen abgeguckt. Ne? Also immer wenn Carsten Schäfer und Günter Zapf gesagt haben, mach das nicht zu Hause nach, lagen da schon die Decken in der Bude und wir haben uns schon wieder ja gegen die Wand gehauen. An und für sich, ja, wir hatten ja dann die Halle gehabt und jeden Freitag Training. Und einer von meinen Wrestling-Kollegen hat dann halt mal irgendwie so seine... Ja, der hat angefragt, weil er hatte Internet zu der Zeit, ich nicht. Ne? Da hat er wahrscheinlich irgendwo geguckt, ich weiß nicht, muss ich mal fragen. Und hat dann den Typen klar gemacht. Ne? Der kam dann halt zu uns, hat uns ein bisschen zugeguckt. Und da sollte ich Bodyslam mit dem machen. Und nun war das ein Typ, ja, nun war das ein Profi-Wrestler. Ja, also wir waren Pimpfe, ja. Ich wog vielleicht 60 Kilo, wenn es hochkommt, ja. Und da ist so ein Typ, der einen halben Kopf oder einen Kopf größer war als ich und bestimmt so seine 100 Kilo drauf hatte. Und der sagte zu mir, ja, jetzt machst du mal mit mir einen Body Slam. So wie. Und normalerweise, ich habe die Body Slams ja immer verkehrt gemacht. Ja, ich habe einfach den Gegner an der Hüfte gepackt und dann rüber geschleudert, ne? Und das ist ziemlich kraftaufwendig. Ich meine, so kriegst du auch Leute hoch, aber halt, du könntest da jetzt keinen richtigen guten Bodyslam machen, weil es geht ja auch darum, dass es gut aussieht, ja, nicht, dass du einfach das Fleisch durch die Gegend schmeißt, ja. Und die meisten Wrestling-Aktionen funktionieren halt nur mit Hilfe des Gegners richtig gut. Ja, weil die meisten Aktionen hier, Vertical Suplex und sowas, kannst du ja vergessen, kannst du ohne Gegner gar nicht machen. Außer du wiegst 100 Kilo und der Gegner vielleicht 40, ja. Wir hatten auch so einen kleinen Typen, der zwei Köpfe kleiner war als ich, ne, der hat vielleicht 30, 35 Kilo gewogen, ne, der war kleinwüchsig. Ja, den könntest du einfach, ob er es wollte oder nicht, ne, hast du einfach Vertical Suplex gemacht, ne. Den hättest du beinahe aus der Haut rausgezogen, ne. Also wenn du den so am Kopf festhältst und ziehst den so hinter, ja, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das Skelett liegt da hinten, ne, und ich habe nur noch die Haut im Arm hier. Das ist wie das Matroschka-System. Wir hatten auch einen gehabt, der war 2 Meter groß und hat 120 oder 30 Kilo gewogen. Ja, der konnte das mit mir natürlich auch machen. Das ist gar kein Thema. Der hat mich dann irgendwie so gesagt, ne. Und trotz seiner Größe war das auch ein recht guter Techniker, muss man sagen. Ja, jedenfalls der dicke Big Bad Sander, meine Fresse, ich hätte mir einen anderen Namen ausgesucht. Der hat mir dann einfach, ich habe dann einfach zugegriffen und der hat dann einfach seine Hand an meiner Hüfte abgestützt und das ist ungefähr so wie bei einem, ja, wie bei den modernen Wanderrucksäcken, wo du halt so diese Metallstützen noch an der Seite hast. Das heißt, du kannst hinten 50 Kilo drin haben, du merkst sie so gut wie gar nicht, ja, weil durch die Metallstützen wird das Gewicht komplett auf deine Körpermitte verteilt. Und genauso ist es bei einem Body Slam. Ja? Du kannst im Grunde genommen jemanden Body Slam, der das Doppelte oder sogar noch mehr wiegt als du. Wenn der Typ sich dann halt entsprechend abstützt. Ne? Das heißt also, man ist auf seine Mitarbeit angewiesen. Ne? Sonst funktioniert das nicht. Wir waren schon ein bisschen härter drauf als die bei der WWF oder WWE damals. Ne? Dort hast du ja gesehen, die haben dort nur ganz locker gehalten und sowas. Es war wirklich ganz locker gewesen. Und der Big Bad Sander, oder Sander, S-A-N-D-E-R, ne? Big Bad Sander, Big Bad, oh, leck mich am Arsch, Grobi. der war geschockt, wie wir die Clotheslines machen. Ne? Also, wenn jemand auf dich zugerannt kommt, du machst den hier, ja? Oder so, ja, ich kann das ja nicht so machen, ne? Wirft dich erstmal richtig aus dem Korsett raus, ne? Gerade wenn du da gegen jemanden kämpfst, der auch richtig schöne Unterarme hat und sowas und sein Gewicht richtig reinhängt. Und das klatscht dann bei uns natürlich auch, ne? Also ich habe da, ich war einer der wenigen, die da auch manchmal oberkörperfrei gekämpft haben. Meistens hatte ich aber auch so ein Hemdchen an. Aber trotzdem, das hat auch geklatscht. Das hat richtig schön geklatscht. Ja, wenn du läufst da quasi in die Clothesline rein. Du weißt ganz genau, jetzt kommt eine Clothesline, du rennst rein. Und
Das sollte aber klatschen, ja. Die Leute sollten schon merken, die dann zugucken, das ist ja kein Spaß. Natürlich war Spaß, ja, aber weißt du? Realismus und so, ja. Und der Typ war geschockt, ja, der dachte, wir verletzen uns und sowas. Und da hat er uns gezeigt, wie wir die Clotheslines richtig machen sollen. Das heißt, bevor die ankommt, die Clothesline fallen lassen. Das ist ja Quatsch, ja. Haben wir auch gemacht, ja, wir haben generell alles, was er uns gezeigt hat, ja, das haben wir mitgenommen, ne, auch Aufwärmtraining und sowas, ne, so wichtig, haben wir danach auch beibehalten, dass wir uns vorher aufwärmen, weil wir hatten auch schon einige Verletzungen gehabt aufgrund von Verspannungen, Bänderdehnungen, hast du nicht gesehen, da gab es immer mal so kleine Wehwehchen und das ist erstaunlicherweise dann auch zurückgegangen, wo wir halt jedes Mal immer ein bisschen Gymnastik vorher gemacht haben, ne, so zum Aufwärmen, so wichtig, ne. Bis auf die Clothesline, weil das haben wir dann nicht übernommen, weil selbst bei der WWE, du hörst das ja auch klatschen, ja, also die berühren sich da auch schon richtig und das knallt auch schön, ne. Jetzt ist es ja so, beim Wrestling hast du ja keine normalen Ringe oder sowas, ne, wer schon mal in so einem Ring drinnen gestanden hat, der wird merken, es federt halt auch nach und du tust dir auch nicht weh, wenn du da dich fallen lässt oder sowas, ne, also die Ringe sind gefedert. Und deswegen musst du da auch nicht so drauf Acht geben, wie du landest und sowas. Man muss natürlich aufpassen auf dein Genick und sowas. Ne? Also Abrolltechniken und sowas, das musst du natürlich schon beherrschen. Ne? Grundkurs Judo zum Beispiel. Deswegen habe ich auch, wir hatten ja auch 13 Jahre schon bei uns. Ne? Und die wollten natürlich unbedingt mitkämpfen. Da habe ich aber gesagt, nee. Also ihr könnt gerne bei uns Schiedsrichter machen, also Ringrichter. Aber richtig mitmachen wollte ich halt nicht, dass sie das machen, weil die sind zu zappelig, ja. Und ich weiß es ja selber, ich habe irgendwie mit 13, 14 mit dem Bums angefangen. Und ich weiß, in dem Alter, ne, wenn so die Hormone anfangen zu köcheln, ne, da ist man mal schnell unkonzentriert und sowas, ne. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ne. Ab und zu durften sie mal 5 Minuten unter Aufsicht, ne. Aber im Großen und Ganzen waren es halt Ringrichter und die haben wir halt auch manchmal in unsere Kämpfe mit eingebunden, ja, damit sie ein bisschen Action mit drin hatten. Ja, zum Beispiel da, wir haben zum Beispiel bei, du machst ja auch ein Drehbuch für die Kämpfe, ja, also ein grobes, ja, ein Skript. Du sagst zum Beispiel, wer gewinnt, ja, bei Titelkämpfen zum Beispiel, und durch welche Aktion. Und du kannst natürlich dann noch sagen, pass auf, wir machen das so, wir machen einen Titelkampf, du bist kurz vorm Gewinn und dann wird aber der Ringrichter ausgenockt. Ne? So. Ja, da muss der Ringrichter, also das heißt, die zwei Kämpfer besprechen sich und halt der Ringrichter, also vorm Kampf bespricht man sich halt, wie das alles abläuft. Ne? Und das heißt also, du musst es als Wrestler musstest du ja nicht nur körperlich, musst du nicht nur körperlich fit sein, ja, und dich ein bisschen mit Kampfsport auch am besten auskennen. Zumindest die Grundlagen, ne, wie man sich schützt, wie man abrollt und sowas. Sondern eben auch ein bisschen Schauspielerei. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das geht den heutigen Wrestlern leider ein bisschen ab. Ne? Also schauspielerisch, was das Charisma angeht, ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Also damals hat es ja wirkliche Charaktere gehabt, hier, wie gesagt, hier Bret Hart, das war ja mein großes Vorbild. Dann Shawn Michaels war auch polarisierend, ne, aber war ein guter Wrestler. Undertaker natürlich. Mankind fand ich auch ganz, ganz komisch. Ja, der komische Idi, ne? Kane, auch cool gewesen. Ne? Das waren noch richtig geile Charaktere, die sie damals hatten. Auch Yokozuna mit seinem Salzwerfen und sowas. Ne? Das haben wir dann auch übernommen, wir haben dann auch mit Scheiße rumgeschmissen hier. Aber wir haben kein echtes Salz genommen, das haben die damals auch nicht, die haben da irgendwas anderes genommen, irgendwas, was nicht im Auge brennt, ne, das darf ja nicht kein echtes Salz sein, der Käse. Sondern, wir haben Mehl genommen, ja. Weil, wenn wir Salz genommen hätten, wir haben das ja auch gefilmt jedes Mal mit der Videokamera, ja. Wir haben die Kämpfe gefilmt, ne, und da haben wir es uns angeguckt und analysiert und so. Und wenn du Mehl nimmst, das siehst du natürlich, ne. Und Mehl fliegt nicht so weit, ja. Also wenn ich jetzt aus 2 Meter Entfernung so Mehl werfe, dann siehst du eine kurze kleine Mehlwolke, aber mein Gegner kriegt halt nicht ab. Ja, das ist ja wichtig, dass er okay Mehl ins Auge kriegt und so. Ja, da wusste natürlich dann, dass Mehl kommt. Ja, also da hat er auch die Ohren zugemacht. Was wir auch mal gemacht haben, es gab ja diese, damals diese First Blood Matches.
ich weiß noch, Rowdy Roddy Piper gegen Goldust. Die haben draußen gekämpft, unter anderem, ja, die haben, glaube ich, im Ring angefangen oder wollten im Ring anfangen, aber die haben sich dann durch die Halle geprügelt, auf dem Auto geprügelt, draußen geprügelt. Und du hast auch gemerkt, also da war auch ziemlich viel echte Gewalt. Ja, du merkst dort auch, wenn du schlägst, ob das gefaked ist oder nicht. Ja, und die haben sich dort richtig schön vermöbelt und es hat auch schön geblutet. Und das gab ja damals halt diese First Blood Matches. Der zuerst blutet, hat verloren. Ja, nur ist es im Wrestling ja so, dass du sehr selten blutest. Ja, weil theoretisch bei den ganzen Schlägen, die du einsteckst dort, ne, müsstest du ja schon nach 3-4 Minuten den Balkon unterm Ohr haben. Passiert natürlich nicht. Weil die Schläge, du merkst die zwar, aber die sind abgebremst und du schlägst auch nicht direkt mit der Faust zu, sondern so hier, ja. Und da hatten Wrestler oder halt die Schiedsrichter, Ringrichter, die hatten dann eine kleine Rasierklinge einstecken. Und also meistens waren es die Ringrichter, die hatten so eine kleine Rasierklinge. Und geblutet hat es erst dann quasi nach einem Haltegriff. Ne? Das war mir damals, wo ich das erste Mal gesehen habe, schon ein bisschen suspekt, ne? Weil der hat erst vors Maul gekriegt und dann 10 Minuten später fängt er an zu bluten. Irgendeiner hatte den anderen dann halt im Würgegriff, der Ringrichter, sehr nah dran an den beiden. Ne? Wobei das theoretisch, es war ein First Blood Match. Ne? Also der Ringrichter hat da unten eigentlich gar nichts zu suchen. Ne? Es geht ja darum, wer zuerst blutet und nicht, ob jemand hier da aufgibt durch einen Haltegriff. Ja? Aber das hatte seinen Grund, dass er so nah dran ist. Nämlich, der hat dann immer so den Arm genommen von dem eben Wrestler. Ne? So nach dem Motto, hier nicht so fest und sowas. Ne? Und bei einer der Aktionen, wo er den Arm, aber da hat er dem die Rasierklinge gegeben. Und später, es waren ja mehrere First Blood Matches, es war fast immer dasselbe Schema. Ne? Der Ringrichter hat dann irgendwie bei irgendeinem Pfoten rumgenestelt. Und das musste ja nicht der sein, der im Haltegriff den Haltegriff gemacht hat, sondern es konnte auch der sein, halt, der im Haltegriff war, der halt die kleine Rasierklinge bekommen hat. Ne? Es war jetzt keine klassische Rasierklinge, die war extra angefertigt und sowas. Ne? Und auch desinfiziert. Ne? Und dann haben die sich dann halt, zum Beispiel, der hat dann den Schlag abgekriegt, ne? Hat sich dann so gehalten und während der Zeit hat er sich dann halt, hat das dann halt mit der Rasierklinge geschnitten. Ja? Das wurde auch in regulären Matches manchmal gemacht, ne? Um das Ganze ein bisschen spektakulärer zu machen. Ist allerdings, wird das heute nicht mehr gemacht, wenn heute jemand blutet, dann ist er wirklich irgendwie mal blöd hier am Seil. Das, wenn du mit dem Kopf am Seil bist, da schupperst du das ganz schnell mal auf hier deine Augenbraue. Das kannst du sehr schnell verletzen da oben. Und deswegen hat man halt auch immer oben an der Augenbraue, weil das suppt extrem schnell. Ja, jeder Boxer weiß Bescheid. Und aber natürlich, es ist, also man hat es damals halt gemacht, jetzt macht man es zum Glück nicht mehr, weil das ist auch gesundheitstechnisch ist das ein sehr, sehr großes Risiko. Ja, du kannst hier Nerven verletzen und dann hast du hier, siehst du aus wie Karl Dall, ja, für den Rest deines Lebens. Und du kannst halt wirklich sehr, sehr viel Scheiße bauen. Ja? Also deswegen hat man es dann auch erstmal weggelassen, weil das ist auch unverantwortlich. Ja, also nur um den Leuten ein bisschen Blut zu zeigen, weil sie Blut sehen wollen, auf Kosten der Gesundheit. Ich meine, deine Gesundheit ist sowieso im Arsch als Wrestler dann irgendwann. Ne? Also was hier in den letzten Jahren für Wrestler schon abgekratzt sind, weil sie hier irgendwie nur noch mit irgendwie Schmerzmitteln und Drogen funktioniert haben. Die Liste ist lang. Die Liste ist sehr lang. Ja. Oder einige waren dann psychisch so kaputt, die haben dann ihre Familie und sich umgebracht. Ich glaube, war das Chris Benoit gewesen? Ja, der hat erst seine Familie umgebracht und dann sich. Der Typ war komplett kaputt. Und das ist ja nur so, bei der WWE zum Beispiel, du bist ganz nach unterwegs. Ja, also du siehst selten deine Familie. Und jeden Tag in einem anderen Land, also Bundesstaat, oder wenn du auf Tour bist, quasi jeden Tag in einem anderen Land, 3 Auftritte oder sowas. Ne? Das macht dich kaputt irgendwo. Und dann stehst du natürlich auch noch extrem unter Druck. Dann gibt es auch noch intern irgendwie Mimimi. Ja, es gibt ja auch Wrestler, die sich überhaupt gar nicht leiden können, die ja trotzdem gegeneinander kämpfen müssen. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber normalerweise verstehen die Wrestler sich untereinander, ne? Auch wenn sie showmäßig halt sich hassen,
in Wirklichkeit sind es Best Buddies, sie gehen abends zusammen im Hotel, an der Hotelbar was trinken oder sowas. Aber es gibt eben auch Wrestler, die sich auf den Tod nicht leiden konnten. Ja. Und da war das auch ziemlich schwierig. Das hatte ich auch gehabt bei uns. Ne? Wir hatten auch unsere Kollegen gehabt, ne? die könnte ich nicht leiden. Ich meine, ich hätte sie auch rausschmeißen können. Weißt du, das war ja meine Wrestling-Organisation. Ich hätte sagen können, ich mag dich nicht, verpiss dich. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich wollte ja auch, dass die auch von der Straße weg sind. Also ein bisschen Mutter Theresa-haft war ich ja auch schon immer gewesen. Und die haben ihren Job ja eigentlich schon ordentlich gemacht. Ne? Aber so hatten vielleicht auch immer die große Klappe, ne, oder waren respektlos oder haben sonst irgendwie negative Sachen gemacht, ne, haben zum Beispiel rumgetrödelt und sowas, ne, so dass du nicht anfangen konntest. Wir hatten die Halle bloß 2 Stunden, ne, und die mehren da rum und hast du nicht gesehen, ne, keine Disziplin, kein gar nichts. Aber ich habe die dann halt trotzdem drinnen gelassen, wenn die halt auch ein bisschen was drauf hatten, ne, dann sowieso. Ich weiß noch, also unser erster Auftritt war beim Konsumfest 96. Ganz lange her. Und durch den Boxring Atlas sind wir da hingekommen. Der Boxring Atlas hat uns seinen Boxring zur Verfügung gestellt. Das war noch so ein ganz alter, der nur 3 Seile hatte. War eigentlich perfekt für uns. Die modernen Boxringe haben ja 4 Seile und die sind noch ziemlich hoch. Aber das war halt noch so ein kleiner Amateurring. Der war für uns eigentlich perfekt von der Größe her. Aber das Problem war, das war halt ein Boxring. Ja, und der war halt nicht gefedert. Ja. Und der erste Kampf war ein Typ gewesen, der so um die 80, 85 Kilo gewogen hat. Und der ist dann aufs oberste Ringseil und hat dann einen Elbow nach unten gemacht auf seinen Gegner. Und dann ist er natürlich mit dem Arsch auf dem Ring gelandet, hat sich beinahe einen Arsch gebrochen, weil der Ringboden ist ja extrem hart. Ja, es sind keine schönen weichen Matten, wie in der Sporthalle. Oder hier so ein schöner weicher Ring, wie ein echter Wrestling-Ring, sondern es war wirklich knüppelharte. Und man hat dann auf dem Video so ein schönes Knacken gehört. Ja, da war unten ist da eine Holzbohle irgendwie zermatscht gewesen. Weil das Gewicht, ne, wenn der so aus über 2 Metern Höhe da runterspringt, ne, da vervielfacht sich ja das Gewicht dann punktuell, ne. Ja, und das hat der alte Boxring dann halt nicht mehr mitgemacht, ne. Und ich habe dann auch gemerkt, im zweiten Kampf war ich ja an der Reihe mit einem Kollegen. Und man hat uns dann vom Boxring Atlas schon gesagt, also, bitte geht nicht mehr auf das Ringseil hoch. Die haben da geguckt, ne. Ja, unter den Ring geguckt, da, oh, scheiße, ja. Und wir haben das auch gemerkt, da war unten im Ring, da war so eine kleine Delle gewesen, ne. Also da, wir konnten da auch gar nicht mehr so richtig viel machen, ja, also der Ring war schon im Arsch, aber wenn man sich die Publikumskommentare so anhört, am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch und haben gelacht, ja, wir Wenster und so, Wrestling und so, haha, aber spätestens nach dem zweiten Kampf hat das Zelt getobt, ja, irgendwo habt ihr vielleicht noch diese Aufnahme. Ich weiß nicht, das muss auf jeden Fall auf irgendeiner VHS sein. Auf jeden Fall, da haben wir die Leute schon überrascht. Ne? Das war schon richtig geil. Ich weiß gar nicht, haben wir Geld dafür? Ich glaube, wir haben sogar Geld vom Sportbund. Haben wir Geld dafür gekriegt. Jeder ein 10er. 10 Mark. War nicht viel, weißt du, aber wir haben Geld gekriegt, weißt du. Boxring Atlas war natürlich nicht so begeistert. Aber auch die Boxer dort, ne, die waren auch so in unserem Alter und so, denen hat es auch gefallen, die haben auch Applaus geklatscht. Ja, also ich sag mal so, Sportler untereinander, egal was du für einen Sport machst, ne, wenn wo die Boxer da erst drinnen waren, wir haben dann auch geklatscht, ne, wo die fertig waren, weil die wirklich, die haben gute Boxkämpfe gemacht, natürlich keine gefakten, das war ja echt bei uns, wir waren ja die Faker gewesen in dem Fall, aber das ist nun mal so in der Unterhaltungsindustrie. Die haben dann auch bei uns geklatscht. Ne? Also unter Sportlern gehört sich das einfach so, ne? Dass man auch gegenseitig respektvoll ist. Auch wenn das vielleicht nicht deine Lieblingssportart ist oder wenn du sagst, ja, das ist albern, was die machen. Ne?
ich finde das eben geil, dass diese Gemeinschaft untereinander, egal was du für eine Sportart machst, ne, natürlich hast du auch dort Konkurrenzdenken, gehört damit dazu, aber schlussendlich dieser Respekt voreinander und für das, was du machst, das finde ich halt, das vereint einen. Und das finde ich eigentlich geil. Es wäre schön, wenn das natürlich auch in der gesamten Gesellschaft so funktionieren würde, tut es aber leider nicht. Beim Sport hast du eben in der Hinsicht keine Interessenkonflikte, ne? wie in der Gesellschaft jetzt mal. Ne? Aber so an sich, ich bin mit den Fechtern gut ausgekommen, ich bin mit den Boxern gut ausgekommen, mit den Leuten vom Taekwondo und alle hatten sie Tipps für mich, alle haben sie mir was beigebracht und sowas. Weißt du, andere Leute gehen jede Woche zum Boxtraining oder zum Taekwondo-Training und ich habe den ganzen Bums umsonst mitbekommen, ja. Weil ich halt mit in dieser Sportler-Bubble drin war am Sportforum. Ja. Wir durften überall rein, in die Trainingsgeräte nutzen und sowas, Kraftraum benutzen, die Boxringe und sowas, ne? Also es waren dort Boxmatten, ja. Boxringe hatten sie auch, aber da durften wir nicht hin. Boxmatten hatten sie gehabt mit so Seilen dran, da durften wir halt auch. Zum Stadionfest durften wir da zum Beispiel auch wieder kämpfen. Da haben wir noch aus unserer Halle da einen Haufen Matten mitgeschleppt und das Ganze ein bisschen aufzublüchen. Weil das war da drunter einfach bloß Betonboden. Das wäre nicht so gesund gewesen. Das konnte ich nicht für mich verantworten und auch nicht für die anderen. Ja, aber die Leute waren sehr kollegial, immer, ja. Auch Boxring Atlas, ne, auch wenn ihnen das nicht gefallen hat, dass wir ihren Ring kaputt gemacht haben. Das habe ich dann auch auf meine Kappe genommen, habe gesagt, sorry, es tut mir leid. Also, weißt du, die waren auch ganz korrekt. Die waren auch ganz korrekt. Einer, der bei uns beim Wrestling war, kommt aus dem Boxen. André hieß der, glaube ich. Wrestling-Name, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber André hieß der, war auch in meiner Schulklasse. Und sein Vater arbeitete lange Jahre beim Boxring Atlas. Und war bei einem Kampf von Axel Schulz, ich weiß auch nicht, gegen wen er gekämpft hat, aber ich glaube, der hat hier in Deutschland, war das hier in Deutschland, weiß ich gar nicht mehr, bei irgendeinem Axel Schulz-Kampf war er Punktrichter gewesen. Ich war eh mal mit bei dem Heme, ne? Also bei meinem Schulkameraden, / Boxer, ne? Und sein Vater meinte dann zu mir, naja, wenn deine Eltern mal ein paar Filme für Erwachsene haben wollen, weißt du, dann sagst du mal Bescheid. Der Porno-Dealer, der echt, das ist ungelogen. Ich dachte, der will mit mir über das Boxen reden. Nee, der stand da so im Wohnzimmer rum, ne? Ja, wenn deine Eltern mal Filme für Erwachsene. Oh, mein Vater, ja, der hatte selber seine Sammlung, weißt du? Im Schlafzimmerschrank, meine Fresse, als ob ich das nicht finden würde. Warum werde ich immer unterschätzt? Hä? Das ist unglaublich. Warum unterschätzen ihn die eigenen Eltern? Hä? Man findet doch eh alles raus. Genau wie die Eltern zu Emi auch immer sagen, sag lieber gleich die Wahrheit, ich kriege eh alles raus. Ja, und ich kriege raus, wie deine Pornosammlung ist. Das denkst du? Wer hier am Ende den längeren Arm hat. Och, und meine Oma habe ich auch immer mit dem Finger gewickelt. Ich habe die so weit gebracht, dass sie mir sagt oder zeigt, was ich zu Weihnachten kriege. Vor Weihnachten, 2 Tage vor Weihnachten. Ist sie mit mir hoch auf den Dachboden gegangen. Und da hat sie mir gezeigt, dass da ein neues Mountainbike steht. Ja, im Winter. Das war noch zu Zeiten, wo Schnee war. 1 Meter hoch. Hat 1 Meter der Schnee hochgestanden. Und ich krieg zu Weihnachten ein fucking Fahrrad, mit dem ich bis zum Februar, März nicht anfangen konnte. So lange lag damals ja noch der Schnee. Schön. Einen Tag nach Weihnachten runtergegangen, habe versucht, mit dem Fahrrad zu fahren. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich kam ja nicht durch den Schnee. Scheiße. Ja. Ich war so ein Nachzügler. Ich hatte noch jahrelang so ein DDR-Fahrrad, so ein rotes, ja. Und alle anderen schon Mountainbike und so. Und ich halt mit dem Roten, ne. Ich kam natürlich dann nicht mehr mit. Die anderen hatten ja alle Gangschaltung. Und ich hier mit diesem DDR-Scheißgelümpe. Kommst du nicht voran. Ist aber immer so. Weißt du, irgendein Kind aus der Nachbarschaft hat was Neues und du musst das auch haben, ja? Das Kind unten im Erdgeschoss, Sega Mega Drive, Sonic gespielt. Ich habe 2 Stunden zugeguckt, ja? Der Wanz hat mich nicht mitspielen lassen, ja? Bis ich dann auch mal 5 Minuten spielen durfte, dachte ich mir, das ist doch sinnlos, ja? Das ist doch Zeitvergeudung, ja? Das war das erste Let's Play, was ich gesehen habe.
Und zwar live, ja, der Ersteller selber, ja. Ich saß daneben, ne, als der Let's Player Let's Played hat, aber seine Unterhaltungstalente waren eher mäßig, weil der hing ja bloß da, er hat nicht erzählt, hat er keine Unterhaltung geliefert, ne. Blieb da und an irgendeinem Level stecken. Scheiße, ja. Und so startete meine Karriere, ja. Ich musste auch Mega Drive haben, ja. Und die Eltern, wenn die, natürlich sagen die Eltern erst nein, ja. Obwohl meine Eltern ja nicht schlecht verdient haben, ne. Aber natürlich fängst du als Kind dann irgendwann an mit Psychoterror, ne. Du musst die Eltern ja dann mürbe machen, ne. Kommst von der Schule. Hier, der Thomas, der hat jetzt auch einen Mega Drive, ne. Du fängst dann an, die Eltern so ein bisschen zu beeinflussen, ne, und so ein bisschen Mindgames zu spielen. Und das lernen Kinder ja schon quasi im Säuglingsalter, ja. Schon Babys merken das ja, dass es was bringt, zu schreien, zu wimmern, ja, weil dann ist sofort jemand da, ne. Dann wird dein Gesicht in die Brust reingedrückt oder sowas, ne, oder du kriegst Fläschchen oder deine Windel wird gewechselt oder du wirst einfach bespaßt, ne. Und Babys merken das sehr schnell. Und so geht das los. Ja, so fangen die Babys schon, so fängt der Mensch quasi schon im Babyalter an, die Eltern zu beeinflussen. Ne? Deswegen schreien die ja auch in der Regel, wenn sie halt auf die Welt kommen. Ne? Die wollen sofort Beachtung und Schutz, den hast du nicht gesehen. Die wollen sofort, ne? Schutz wollen sie. Das hat sich die Natur eigentlich dabei gedacht. Ha? Die meisten Tiere zum Beispiel, die blägen doch nicht rum, wenn sie auf die Welt kommen. Das ist doch bloß bei Menschen so, oder? Es gibt bestimmt auch Tiere, die da übelstes Theater machen, wenn sie auf die Welt kommen, ja? Aber die meisten sind doch still. In der Natur ist das ja normal, ne? Weil, guck mal, ich höre gerade Reihern, ja? Reh-Kids höre ich gerade schreien. Hab ich jetzt Löwe gesagt? Das passt doch schon wieder. Gazelle, ja? Alte Gazelle. Aber, wer weiß, ja? Vor 1 Million Jahren gab's ja hier auch Säbelzahntiger. Ja, und andere kleine Wildkatzen und sowas, ne? Natürlich. Ja, davon bin ich jetzt ausgegangen, nicht von der aktuellen Situation. Gerade nochmal rausgeredet. Schön. Die Themen umschwünge, hä? Ja, man kann es oder man kann es eben nicht wahr? So. Ja. Also, ich habe jetzt hier nur schweifend geredet. Ich habe ja nur ausschweifend geredet, hä? Aber hier funktioniert wieder nicht. Ah, das ist wirklich, ich krieg die Krise, weißt du? Das ist einfach schlampig, ja? Ich kann doch keine Seite ans Netz bringen, die nicht funktioniert. Testen die das nicht irgendwie mal so, oder? Ich weiß es ja nicht. Anscheinend nicht, ja? Einfach hier BWL nach Vorgabe, hier Pi mal Daumen, mal kurz durch Excel gejagt, funktioniert, ne? Aber leider, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Wenn Wissenschaft funktionieren würde und exakt wäre, da würden nicht ständig hier neue Erkenntnisse kommen, wissenschaftliche, ne? Den einen Tag hieß, Rotwein ist gesund, den anderen Tag, Rotwein ist schlecht. Den einen Tag, Kaffee ist gesund, den anderen, Kaffee ist schlecht, ne? So, das war's jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hinschicken soll. Naja, ich werde mir irgendwie einen Plan machen, ne? Na, mal wieder. Ich muss ja mal wieder mich zücken, ne? Wegen der Inkompetenz von irgendwelchen BWL-Studenten oder wer weiß ja, dass das angerotzt hat. Aber irgendwas müsst ihr immer studiert haben, ja, beim Jobcenter. Hat die eine zu mir gesagt, was, sie wollen was mit Medien machen? Sie wollen, da müssen sie studieren. Ja, scheiße, muss ich, ja. Guck der Thorsten Sträter an, der ist Comedian. Muss er dafür irgendwie Clownwissenschaften studiert haben? Nee, muss er nicht. Irgendwas mit Medien. Wer studiert denn dafür? So Blödsinn. Guck dir die Journalisten heute an, was die alles für Quatsch rum erzählen. Irgendwelche Fake News, hast du nicht gesehen, hä? Aber ja, Hauptsache, ich habe Journalismus studiert, ne? Ich bin ganz koscher und so, und ich mache nie Fehler. Ein Scheißchen. Bei YouTube gibt's Leute, die haben nicht studiert, ja, und die arbeiten Fakten auf von irgendwelchen Sachen hier, wenn Böhmermann zum Beispiel mal über Scheiße redet, ne? Weil seine Redaktion besteht aus Journalisten, wovon natürlich welche wahrscheinlich studiert haben, nehme ich mal an. Wenn die zum Beispiel schlecht recherchiert haben oder gar nicht recherchiert haben, ja, dann nehmen dann irgendwelche nur nach 15 Leute dann halt diese ganze unlogische Scheiße auseinander, ja, und setzen es in den richtigen Kontext. Ja, schade, dass das Journalisten nicht kennt. Guck dir die Bildzeitung an. Da denkst du, das haben irgendwelche Dudis auf dem Nachhauseweg, haben das zusammengestümpert, hä? Und das betrifft jeden Artikel.
Aber ich lese das ja zum Glück nicht mehr. Hat sich aber seitdem auch nicht geändert. Vor allen Dingen gehst du auf die Bildseite hier auf die Internetseite und die wollen gleich erst mal Geld haben, ne? Wofür? Ja, arbeitet erst mal, macht erst mal was. Ja, mal ein bisschen Journalismus betreiben, ne? Ich unterstütze ja gerne die regionale Wirtschaft, aber nicht, wenn sie Fake News immer gelumpe kommt. Die können doch eigentlich mal bringen hier, Bildzeitung. Große Schlagzeile, was ist los mit dem Jobcenter, hä? Warum kriegen sie ihre Seite nicht richtig geschissen? So, das war's erstmal. Töpfchen und dann tschüss. Tschüss.